Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Live-Schaltung. Und bevor wir direkt ja, das heutige Marktgeschehen einsteigen oder auch nochmal auf die Positionen der letzten Woche eingehen, können Sie mir wie gewohnt kurz mitteilen, ob der Ton für Sie soweit okay ist? Super, prima. Danke fürs Feedback. Und ja, wie bereits geschrieben, wollte ich zuvor, da es ja doch einige Kunden gibt, die jegliche Konten haben, die jetzt mit Interactive Broker in Verbindung stehen und wir einige Anfragen bekommen haben, was das ganze Thema anbelangt, Brexit. Dass wir hier mal den aktuellen Stand, soweit es jetzt schon möglich ist, mal bekannt geben, weil in den letzten Wochen hatte ich einige Newsletter gesehen, einige E-Mails, die ja rausgesendet wurden von ja, diversen sogenannten Introducing Brokern, die jetzt nicht ganz so korrekt sind. Mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass es in der Form noch nicht so genaue Informationen gab. Aber wie stellt sich das Ganze jetzt dar mit dem Brexit Ende dieses Jahres? Das heißt, die Problematik, die sich aktuell stellt, zuvor kurz noch, wie gewohnt, der Risikohinweis, dass es natürlich hier keine Handelsempfehlungen sind oder ähnliches, und dass dies nur ein paar Informationen sind, was der aktuelle Stand ist. Noch ein paar Details zu meiner Person. Ich glaube, das meiste dürfte Ihnen ja soweit hier bekannt sein. Von daher, was steht überhaupt bevor? Das heißt, wenn Sie Kunde von Interactive Brokers UK sind oder halt über einen Introducing Broker Kunde von Interactive Broker Brokers UK sind, dann gibt es natürlich jetzt das Problem, dass man hier das Konto wechseln muss oder besser gesagt das Konto in die EU umziehen soll. Und sollte sich das mit dem Brexit oder soll es keine Einigung geben, so dass es hier einen No-Deal gibt, was zum aktuellen Stand jetzt der Fall ist. Darf eigentlich ein Finanzinstitut aus UK dann keine wirklichen Kunden, sage ich mal, bedienen, so wie es jetzt sich aktuell darstellt. Da kann sich ja halt jederzeit noch etwas ändern. Wir wollen uns eher die Sachen anschauen, die ja soweit klar sind oder sicher sind, auf die man sich auf jeden Fall einstellen kann, die auch schon kommuniziert wurden. Das ist jetzt nichts, was komplett neu ist. Nach dem aktuellen Stand ist es so, dass Interactive Broker erst einmal entscheidet, zu welchen ja, Entity, zu welcher Niederlassung Sie umziehen müssen. Das klingt im ersten Moment eigentlich gar nicht so dramatisch, ob ich jetzt Interactive Brokers Kunde UK bin oder Luxemburg oder Irland, ist ja eigentlich oder wird sich jetzt von vielen Dingen, jetzt was Gebühren oder Ähnliches anbelangt, nichts ändern. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass in allen Fällen, wenn Sie jetzt in die EU umziehen, die Einlagensicherung von 500.000 auf 20.000 Dollar begrenzt wird. Das ist eigentlich, sag ich mal, der größte Nachteil von meiner Perspektive her jetzt. Alles andere, sage ich mal, wird sich, denke ich mal, relativer schneller Zeit lösen lassen. Was noch wichtig zu wissen ist, wenn man zu Interactive Brokers Luxemburg umziehen sollte oder Interactive Broker das entscheidet, wobei es bei meisten danach aussieht, dann dass eher Interactive Broker Irland ja, die Niederlassung sein wird, wo die meisten Konten transferiert werden. Jedenfalls über Luxemburg sind einige Produkte nicht zum Handel, stehen nicht zum Handel zur Verfügung. Nach meinen Informationen wäre das jetzt hier der Forex-Handel. Aber nach aktuellem Stand sieht es ganz danach aus, dass es größtenteils hier für die meisten Kunden dann über Interactive Broker Irland weitergeht. Und in beiden Fällen, egal ob es jetzt Luxemburg, ich glaube Ungarn gibt es auch noch oder Irland wird, dies ist der wesentliche Fakt, was sich jetzt ändert. Und es wird jetzt auch keinen ja, Wechsel geben, der sofort zum 1.1. zum Tragen kommt.
Nach dem aktuellen Stand ist es jetzt so, dass dies in den ersten Wochen des Jahres 2021 durchgeführt wird. Das heißt, dass wir hier Stück für Stück wahrscheinlich im Februar, also da gibt es überhaupt noch keinen genauen Termin. Sicher ist nur, dass es nicht sofort in der am 1. Januar geschieht. Muss das auch oder sollte dementsprechend zustimmen in der Kontoverwaltung. Das darf man natürlich nicht verpassen. Wenn das nicht der Fall ist, sollten dann nur noch Schließungen von Positionen möglich sein. Also da bitte auch in der Kontoverwaltung das Ganze prüfen. Was ich in den letzten Wochen häufig gesehen habe, dass viel noch beworben wurde, dass man Konten über Interactive Broker LLC, also die Niederlassung in den USA, die weiterhin diese Einlagensicherung ja, hat, durchführen kann. Also dass dort noch Konten als von Europäern eröffnet werden kann. Das ist zwar prinzipiell richtig, aber die werden dann auch wieder in die EU transferiert. Das heißt, man hat mit Interactive Broker eigentlich keine Möglichkeit, auch über keinen einzigen Introducing Broker noch über IB USA Konten aufzumachen. Wo das behauptet wird, ja, ist es halt, wie gesagt, dann am Ende des Tages sogar falsch, weil diese dann wieder zurück in die EU transferiert werden. Und falls das trotz alledem passiert, sind solche Fälle, sage ich mal, sogar ja, BaFin anzeigepflichtig. Also von daher wird es hier wirklich über Interactive Broker zumindest keine Möglichkeit geben, diese Einlagensicherung als Einwohner der EU noch zu erhalten. Welche Möglichkeiten gibt es im Prinzip oder was hat man noch für Alternativen? Das heißt, da muss man auch schon genau schauen. Es gibt sicher noch US-Broker, die hier Konten aufmachen, wo auch die Einlagensicherung dementsprechend hoch genug ist. Einer dieser Möglichkeiten ist TradeStation Securities. Das ist aber auch etwas, das werden Sie jetzt nicht irgendwo aktuell beworben finden, weil die auch hier in der EU aktiv eigentlich auch keine Kunden werben können. Möglich ist es trotz alledem, dort noch Konten aufzumachen und dann auch die dementsprechende Einlagensicherung zu haben. Es wird sicherlich noch einige mehr Broker geben im US-Bereich, wo das gegebenenfalls möglich ist. Aber bei allen Brokern in der EU sollte das eigentlich in der Form so sein, wie wir es hier gerade eben erklärt haben. Sobald es noch genauere Informationen zur Deadline gibt oder zu ähnlichen, dann werden wir Ihnen das hier auch mitteilen. So für den Handel selbst sollte es jetzt nicht unbedingt ein Forex-Händler sein, der nach IB Luxemburg umziehen muss. Sollten ja keine Einschränkungen sein. Es wird sicherlich noch das eine oder andere geben, was wir schon gehört haben mit der Pattern Day Trading Regel. Aber auch das, glaube ich, werden wir dann höchstens mit genauen Fakten dann im Januar belegen können oder vielleicht auch schon in den nächsten ein, zwei Wochen. Da werden wir auf jeden Fall Ihnen noch die entsprechenden Informationen liefern. Das war soweit alles. Mal kurz zum aktuellen Stand und zum Thema Brexit. Für alle weiteren Informationen schauen Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal oder dementsprechend auf die Webseite.